Du hast sie bestimmt schon tausendmal gemacht und so viele Köche machen sie immer noch falsch. Die Mehlschwitze oder auch Roux genannt. Es gibt eine helle Roux, eine dunkle Roux und die meisten Köche wissen leider Gottes nicht, warum sie sie machen und was während dem Zubereiten passiert. In diesem Video erfährst du alles darüber. Das Wichtigste vorab, durch das Erhitzen des Mehls wird die Stärke des Mehls zu Dextrin und verliert ihren Mehlgeschmack. Weizenmehl besteht aus 2/3 zu Kohlenhydraten, 1/3 teilen sich Wasser und Proteine. Doch warum bindet sich eine Soße durch eine Mehlschwitze? Die Stärke im Mehl bindet und verdickt Soßen durch seine großen Moleküle, die sich im Wasser lösen und damit verbinden. Die Stärke quillt im Wasser auf, es bildet sich der sogenannte Stärkekleister und das dickt unsere Soße an. Und die beste Konsistenz dieser Soße befindet sich zwischen 80 und 95 Grad. Die wichtigsten Grundregeln zur Mehlschwitze. Eine Mehlschwitze besteht aus 2/3 Mehl, 1/3 Fett. Eine Mehlschwitze bindet etwa das 10-fache an Flüssigkeit. Das heißt, 100 Gramm fertige Roux binden ungefähr 1 Liter Flüssigkeit. Welches Fett du für deine Mehlschwitze verwendest, hängt von dem Zweck ab. Möchtest du eine helle Roux, nimmst du Butter. Eine helle Roux nimmst du, wie es der Name schon sagt, für helle Soßen. Möchtest du eine dunkle Roux für dunkle Soßen, musst du mit der Butter etwas vorsichtig sein. Butter fängt an, ab 150 Grad zu verbrennen. Wenn ihr es hier leichter haben möchtet, könnt ihr auch einfach auf wasserfreie Fette zurückgreifen, die sich über 200 Grad erhitzen lassen. So lauft ihr nicht Gefahr, dass euer Fett während der Zubereitung verbrennt. Der mehlige Geschmack einer Soße, die mit Mehl abgebunden wurde, kommt vom Dextrin. Dieses wird bei Temperaturen über 80 Grad zu einfachem Zucker und verliert seinen kompletten Geschmack. Je nachdem, welche Stärke du verwendest, bekommst du ein anderes Ergebnis. Nimmst du zum Beispiel Maisstärke oder Kartoffelstärke, erhältst du eine eher glänzende Soße. Greifst du auf eine klassische Mehlschwitze mit Weizenmehl zurück, dann bekommst du ein eher mattes Ergebnis. So bereitest du deine perfekte Mehlschwitze zu. Für die helle Roux ist es nahezu egal, ob du dein Mehl vorher anschwitzt oder direkt in der Butter auflöst und dann anschwitzt. Hier ist die Zubereitung relativ simpel. Zerlasse die Butter, gib das Mehl hinzu und schwitze das Ganze für 2-3 Minuten an. Danach gießt du es lediglich mit Flüssigkeit auf. Schau jetzt einfach nur, dass deine Soße ca. 15 Minuten über 80 Grad bleibt und nicht mehr kocht. Sie muss und soll nicht mehr kochen. Für eine dunkle Mehlschwitze ist das Vorgehen etwas tricky. Hier musst du das Mehl vorher bräunen. Dieser Vorgang dauert ca. 10 bis 15 Minuten, wenn man ihn richtig machen möchte. Nimm dir ca. 10 Minuten Zeit für diesen Vorgang, um deinem Mehl langsam seine Bräunung zu verleihen und es dabei nicht zu verbrennen. Auf das noch heiße, braune Mehl gibst du nun deine Butter, Achtung, diese verbrennt ab 150 Grad, deswegen musst du hier vorsichtig sein, oder dein pflanzliches Fett, das über 200 Grad erhitzbar ist. Hier musst du dann nicht mehr so viel Sorge haben, dass etwas verbrennt. Deine dunkle Mehlschwitze gießt du nun mit dunkler Flüssigkeit, wie zum Beispiel Rinderfond, auf und achtest darauf, dass sie für die nächsten 10 bis 15 Minuten eine Temperatur zwischen 80 und 95 Grad hält. Dann hast du eine perfekt gebundene Soße. Das sind die häufigsten Fehler bei einer Mehlschwitze. Deine Mehlschwitze klumpt. Achte darauf, dass du kalte Mehlschwitze immer mit heißer Flüssigkeit oder eine heiße Mehlschwitze immer mit kalter Flüssigkeit aufgießt, dann klumpt auch deine Soße nicht. Deine Soße wird zu dick, wenn sie abgekühlt ist. Achte von vornherein beim Zubereiten deiner Soße oder Suppe darauf, dass sie nicht zu dick wird. Beim Abkühlen dickt sie nämlich noch ein bisschen nach. Sollte es wirklich der Fall sein, dass du merkst, dass deine Soße zu dick geworden ist, kippe nicht einfach Wasser hinterher. Nimm etwas Brühe, die den gleichen Salzgehalt hat wie die Soße, die du später erzielen möchtest. So hast du immer die perfekte Konsistenz und den perfekten Geschmack. Deine Soße wird beim Erhitzen wieder flüssig. Eine bereits fertig zubereitete und abgebundene Soße hat ihre perfekte Konsistenz zwischen 70 und 95 Grad Celsius. Das ist auch die Temperatur, bei der du sie wieder erhitzen solltest. Über 95 Grad wird die Verbindung der Stärke wieder schwächer und deine Soße wird wieder flüssiger. Achte also darauf, dass du eine fertig abgebundene Soße nur zwischen 70 und 95 Grad wieder erwärmst. Zum Abschluss noch ein kleiner Retter von mir. Nicht immer hast du die Möglichkeit, eine Mehlschwitze zuzubereiten. In dem Fall ist es immer gut, ein bisschen Mehlbutter im Kühlschrank zu haben. So bereitest du sie zu. Mehlbutter besteht genauso wie deine Mehlschwitze aus 2/3 Mehl, 1/3 Fett. Bewahre deine Mehlbutter am besten portionsweise auf und gib sie einfach in deine Flüssigkeit, die du andicken möchtest, einfach mit dem Pürierstab durch und 10 Minuten über 80 Grad erhitzen und schon hast du eine perfekte Bildung ohne Mehlgeschmack.